Servus und herzlich willkommen zurück hier bei Silence. Die Lumis haben den Splitter geklaut und Renny sitzt da oben im Korb fest. Jetzt mal gucken, wir sind offensichtlich wieder Spot. Ah, und wir können zu Sedwick schalten. Aha. Was machen wir denn da jetzt? Oh, gute Idee. Ich springe, Achtung. Geronimo! Das war nicht meine Idee, aber... Oh, Spotty, ich bin ja so froh, dass es dir gut geht. Offensichtlich klappt das. Oh, da ist er wieder. Schau doch, Spotty. Spot? Oh. Wo bist du denn? Hey, die tun doch nichts. Die Lumis, die wollen nur spielen. Ja, die weiß ja nicht, dass die Spot gefangen genommen haben. Die weiß das ja nicht. So, er fürchtet sich. Du kannst wieder herkommen. Der Lumi ist weg. Weißt du was? Hilfst du mir, den Splitter zu suchen? Ein Lumi hat ihn geklaut. So, alles gut. Was haben wir denn jetzt hier? Kaputtes Rohr. Mit dem Rohr können wir reden. Natürlich. Selbstverständlich. Hallo? Ist da jemand? Renny? Oh. Sedwick! Geht's dir gut? Ja, alles okay. Ich hab nur... den Splitter verloren? Genau. Nicht schlimm. Ich helf dir suchen. Okay. Ich muss nur irgendwie... runterkommen. Genau. Sag, wenn ich dir helfen kann. Du auch. Spot, du lebst. Pass gut auf Renny auf, ja? Besser als ich zumindest. Tja, da können wir zu Sedwick schalten. Schauen wir uns mal den Brunnen an. Da sollten wir irgendwie runter wahrscheinlich. Hey, du Räuber! Das hat ihn jetzt sicher irrsinnig beeindruckt. Da ist der Splitter nicht. Ja, das weiß ich. Ah, zum Marktplatz. Das nächste Mal will ich länger fliegen, wenn ich schon abstürze. Ja, definitiv. So, schauen wir ganz kurz mal zu Sedwick, was der so macht. Ah ja, das ist das Rohr. Brunnen mit Münzen. Also noch so ein Ding. Glücksmünzen. Die haben alle nicht geholfen. Ach, da hinten schwebt der Lumi. Seht ihr ihn? Ha, sehr cool. Trotzdem war Sedwick im ersten Teil blond. Ich hasse Ballons. Zu wenig, um damit runterzuschweben. Oh Mann. Dann kaufen wir uns mal Süßigkeiten. Na toll. Zitronendrops. Was spricht dagegen? Die Seilbahn. Ich hätte sehen müssen, dass die Seile nichts mehr halten. Ich hätte Renny nicht in den Korb steigen lassen dürfen. Können wir die jetzt nehmen? Ich hätte Renny nicht in den Korb steigen lassen dürfen. Okay. Können wir noch mehr Münzen nehmen? Vielleicht helfen die Glücksmünzen ja doch. Okay. Offensichtlich was wir wiederholen können. Gut, was haben wir denn hier noch? Nichts mehr. Dann schauen wir mal weiter in die Stadt hinein. Hey! Tja. Was soll das? Hey!
großes Holztor. Wieso dürfen wir da nicht rein? Das sieht eigentlich ziemlich nett aus. Wart ihr das? Was glaubst du wohl? Und wir machen es auch nicht wieder auf. Jedenfalls nicht für umsonst. Was wollt ihr haben? Hey! Zitronendrops! Ich gebe euch Zitronendrops. Was wollt ihr denn haben? Na was schon. Was ganz, ganz Tolles. Was denn sonst? Hä? Zitronendrops sind was ganz, ganz Tolles. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr wollt. Münzen oder Bonbons. Von mir aus auch beides. Behalt dein Geld. Die Bonbons kannst du hochwerfen. Okay. Oh Mann. Tja, das war jetzt dann nicht so toll. Was haben wir denn da? Schneiderei. Schneiderei. Was ja auch klar war. Sieh an. In Silence wird sogar geheiratet. Wurde. Naja, wieso denn auch nicht? Kann man noch einmal Drops holen? Aber ich weiß nicht, ob das was ganz was Tolles ist. Rini? Ja? Sag mal, was wäre denn was richtig Tolles für dich? Cool. Was richtig Tolles oder was ganz Tolles? Was ganz, ganz Tolles. Doppelgans? Also das kann nur ein Lumi sein. Ein Lumi? Was ist das? Ich schick dir einen da hoch. Was? Wie? Dadurch das Rohr. Was schickt sie hoch? Hallo! Hey! Splitter schon gefunden? Und du einen Weg nach unten? Nö. Einen Lumi findet sie ganz toll, okay. Der schwebt da hinten. Okay, soweit, so gut. Dann tap-ti-tap-ti-tap. Schauen wir mit ihr mal am Marktplatz. Da wird uns Spot wahrscheinlich jetzt nicht die Riesenhilfe sein. Oh. Alles klar. Da drüben rennt ein Sucher rum. Nicht nur einer, meine Liebe. Nicht nur einer. Wenn er den Splitter gefunden hätte, dann würde er nicht mehr danach suchen. Das ist richtig. Dann wäre er ein Finder und kein Sucher mehr, ne? Ein Oktopus. Der sieht ulkig aus. Fast mit Ventilen. Wozu das wohl nütze ist? Gute Frage. Wozu das wohl nütze ist? Okay. Was haben wir denn hier? Nanu? Oh, da sind noch mehr Lumis. Da Splitter! 3, 7. Da ist der Splitter. Die Lumis haben ihn. Oh, da kann ich Spot nicht runterschicken. Zuerst müssen die Lumis raus. Oh oh. Wow! Jetzt versperrt er mir die Sicht nach unten. Blöde Granate. Können wir da jetzt Angelschnur? Nice. Können wir vielleicht da runter angeln? Die Schnur mit dem Haken dran nehme ich mit. Ganz genau. Fischtheke, der sieht. Ah, ich weiß nicht, ob der noch so gut ist. Fischgestank vertreibt die Lumi, statt sie anzulocken. Alles klar. Süßigkeiten. Der ist leer gefressen. Wenn im Waisenhaus was Leckeres gefehlt hat, dann haben es immer die Lumis gegessen. Ich hab die nie gesehen. Aber Sarah und Marie ganz oft. Oh, cool. Wie das stinkt. Ah, nicht so gut, nicht so gut. Dieser Krakenmann ist fast so toll wie ein Lumi. Aber nur fast.
Alles klar, dann kann man jetzt nichts mehr machen. Schauen wir mal weiter. Ich weiß auch gar nicht, wo Spot jetzt ist. Ist der wieder zurückgegangen vielleicht zur Absturzstelle? Hm. Oje. Hier sieht's aber eigentlich... Das kann man mit Wasser nicht locken. Genauso wenig wie mit Seife. Mit was kann man Lumis dann locken? Fisch mögen sie schon mal nicht. Der sucht immer noch, aber das ist gut, solange er da noch sucht, dann hat er den Splitter noch nicht in der Hand. Das ist schon mal toll. Ah, wir können jetzt angeln. Okidoki. Okay, Spot ist hier, das ist gut. Aber ohne Köder wird es nicht klappen, oder? Oder? Nö. Okay. Vielleicht brauche ich einen Köder. Was Definitiv. Was Mumis wohl lecker finden? Vielleicht weiß er das Cedric. Was ist der beste Köder beim Angeln? Der Köder muss lecker sein und dem Fisch schmecken. Und wenn der Fisch ein Fell hat und zwei Beine und ganz viele Zähne? Dann wirf die Angel weg. Hast du was Leckeres? Naja, es sind Zitronendrops. Die sind aber nicht gut für deine Zähne. Ich esse die doch gar nicht. Ja. Ah, hier. Lumi-Futter. Sind da schon gefunden? Und du einen Weg nach unten? Nö. Wir haben den Splitter gefunden, aber wir... Jetzt probieren wir es mal so, aber wir... Pass auf, Spotty. Du segelst runter, sobald ich die Lumis oben habe, okay? Haben ihn noch nicht. Hol jetzt alle Lumis rauf. Mit so ein bisschen. Ah ja. Das ging ja flott. 3, 7, alle da! Hey, die sind cool. Gibt alle was. Setzt euch schön in eine Reihe hin, dann gibt's was. Oh, die sind cool. Knuffiger Lumi, drolliger Lumi, putziger Lumi. Lumi. Okay, und wer jetzt das Erste? Okay, jetzt sitzt er auch. Spot. Ich passe auf die Lumis auf. Alles klar. Oh, die Lumis sind cool. Tja, jetzt sind wir wieder da. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hoch? Können wir die Gummischleuder? Okay, dann wenn wir das jetzt so nach drüben. So, vielleicht. So. Achso, wir haben wieder natürlich so. So geht's, oder? Nein, so geht's nicht. Geht's so? Okay, so geht's dann wohl nicht. Okay, aber er sieht den Splitter. Aber er erwischt ihn nicht. Oh! Ist ja... Alles klar. Oh!
Aha. Nice. Nice one. Wunderbar. So, wir brauchen jetzt die zwei mutigsten Lumis. Wer will zuerst durchs Rohr klettern? Hey, hier geblieben. Oh nein, wo wollt ihr denn hin? Oh Mann. Ich bin nur froh, dass alle hierher gelaufen sind und Spot in Ruhe lassen. Was heißt alle hierher? Wo sind die? Wo ist... Der hat nichts gesehen. Er hat ja am Po keine Augen. Der hat überhaupt keine Augen. Das stimmt. Können wir da jetzt was machen? Ob da ein Lumi drin ist? Nein, geht nicht auf. Wo könnte denn ein Lumi sein? Obst mögen die Lumi. Die Lumis lieben Süßes. Oh ja. Genau wie ich. Sie haben den Stand bereits geplündert. Wer mag denn nichts Süßes? Du hast nicht zufällig gesehen, wo die Lumis sich versteckt haben? Tja. Da ist einer. Lumi in Keksdose. Ha! Den schnappen wir uns. Hab dich! Lumi angeln? Ah. Er ist widerspenstig, der Kleine. Besser, wir lassen den mal da drinnen. Gut, den sollten wir jetzt irgendwie zum Sedwick raufbringen. Ah, da ist noch einer. Der war vorher noch nicht hier. Ja, egal, einer reicht uns. Ja, das wäre wohl die Idee, aber das wird nicht... Kann das? Soll das? Kann das funktionieren? Pass auf, gleich wird's lustig. Sedwick? Ja? Ich muss jetzt das Rohr zumachen. Okay. Dann schnappe ich Spot und den Splitter und wir treffen uns am Hafen, okay? Findest du denn da alleine hin? Na klar. Und du? Sicher. Na dann, bis gleich. Bis gleich. So, und wie kommt der jetzt rauf? Du krabbelst jetzt zu Sedwick hoch. Gut, ich finde erst deinen Freund. Dann geht's aber los. Abgemacht? Yay! Ich finde erst deinen Freund. Wie soll man den da jetzt runterkriegen? Da ist einer. Oh, weg. Da war einer. Ist der jetzt zurückgeflogen? Nein, hier haben wir noch immer den einen. Tja, der ist jetzt wieder weg. Du such mal schön weiter. Ob da ein Lumi drin ist? Nein, geht nicht auf. Geht nicht auf. Die Frage ist, wo ist ein Flugblatt? Was steht denn da eigentlich um? Ich kann nicht erkennen, was auf dem Plakat steht. Bestimmt Werbung für den Zirkus. Mit dem Bild ganz bestimmt. Und hier Wasser? Luftblasen? Landstabieren? Ein Warte, Lumi! Ich trockne dich gleich ab.
Hey! Undankbares Pack. Ich sag's ja immer wieder. Undankbares Pack, diese Lumis. Aber süß. Hey! Ich hab... Da ist einer. Ah, oh. Okay. Das führt zu nichts, kann das sein? Hab dich. Ah, okay. Das war jetzt einfach Zufall. Aber na, gut, oh Mann, haben wir jetzt den dritten auch noch zu suchen? So, jetzt stopfen wir den auch noch rein. Dann ist aber gut, oder? Hey, meine Schnur. Na schön, behalt sie. Schenke ich dir. Ah, jetzt hat er endlich einen Schokotrop. Oh, die armen Lumis. So, jetzt kannst du mit deinem Freund um die Wette krabbeln. Ich mach das Rohr besser zu, damit ich sie nicht wieder einfangen muss. Wie macht man das zu mit der Dose, oder? Und hopp! Fantastische Installateurin, die Kleine. Spot, die Lumis sind zu dick. Sie klemmen im Rohr fest. Was soll ich jetzt machen? Vorher überlegen? Hast du eine Idee? Hey, Spotty, hallo? Kannst du vielleicht den Splitter mitnehmen, mein Lieber? Nein, kann er nicht. Achso, dieser Pumpenhebel. Ah, okay. Aber wie kommen wir da jetzt ran? Ja. Können wir vielleicht. Nein, so. Und wenn wir uns einfach mal ausprobieren. So. Vielleicht. Drü. Nein. Ah, das klappt nicht. Und was ist, wenn wir uns irgendwie wieder verfeuern? Oh yeah. So. Versuchen wir es nochmal. Hilft das was? Nein. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Dann machen wir uns einfach wieder normal. Vielleicht, wenn wir dann doch... Jetzt sind wir wieder flach, ne? Ja, versuchen wir es nochmal. Was soll's? Oder wir machen uns kugelrund. Ah, da will er nicht, oder? Nein, kugelrund mag er nicht. Okay. Dann machen wir uns normal. Nein, das bringt uns leider nichts. Was ist, wenn ich von der anderen Seite durchgehe? In der Zauberkiste. Ah, da werden wir. Wir werden einfach zu Feuer. Okay. Und da werden wir wieder flach. Beim Ballon kann man dann wahrscheinlich wieder raus. Loch in der Wand. Ah, das haben wir noch gar nicht gesehen. Das habe ich ja total übersehen. Okay, da kam der Sohn nicht durch und so. Na, Loch in der Wand. Wir sind zu groß. Als Punktspot wird's gehen. Aber wir können ja dann ein Feuer machen, oder?
Ja. Am Splitter können wir nichts machen. Da unten rein, da oben raus, wäre cool, aber wie kann man da oben rein? So, versuchen wir einfach das mal. Wir haben ja keinen Stress. Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, wenn ich mich zum Feuer machen kann, dann kann ich mich doch sicher irgendwie klein machen. Oder? Das ist, wenn ich immer durchkugel. Ja, passt da nicht rein. Ah, auch klar. Und als flacher reingehen? Ah! Alles klar. Dann versuchen wir es jetzt nochmal. Sehr schön. Jetzt geht's. Jetzt wird sie wahrscheinlich nach oben pusten. Was denn? Ihr hässlichen Kartoffeln sollt die tollen Lumi sein? Versteh einer Mädchen. Ah, das sind jetzt alle drei. Alles klar, wunderbar. Sehr schön, aber die werden wir uns wahrscheinlich noch erstmal fangen, bevor wir da was machen können. Aber das werden wir in der nächsten Episode machen. Ich sag mal, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Kristasch.